Hallo Leute, weiter geht's mit Starfield. Wir haben in der letzten Folge eine gigantische, ja, gigantisch ist ein bisschen übertrieben, aber einen harten Weltraumkampf gehabt. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt eine ruhige Mission hier vor uns haben. Wir müssen ja noch weitere, ich glaube, es waren Kommunikationssatelliten anfliegen. Eigentlich dachten wir, das ist, also wir haben die Mission auf dem Planeten angenommen und ich dachte, das wäre wieder irgendeine Mission auf dem Planeten, aber nein. Wer konnte das schon erwarten, dass in einem Weltraum-Simulationsspiel man halt auch mal im Weltraum umherfliegt? Bevor wir die anfliegen, wollte ich mir mal angucken, ob hier nicht noch irgendwo Trümmer rumoxidieren von den drei Raumschiffen, die wir zerlegt haben. Und ich wollte mal gucken, ob wir noch Schiffsteile haben. Haben wir denn noch Schiffsteile? Nö. Also, noch so ein Kampf werden wir wahrscheinlich nicht wirklich überleben. Dann hätten wir ein Problem. So, was ist denn da hinten? Das zählt nicht zu den zu der Mission. Seht ihr das? Wir müssen natürlich erstmal Stoff geben. Hä? Ah, falsche Taste gedrückt. Setz dich mal wieder hin. Da müssen wir hinfliegen mal. Da ist doch irgendwas im Weltraum. Treibt doch irgendwas umher. Dann werden wir auch mal unten die Verteilung ein bisschen ändern. Schilde, das brauchen wir. Wir werden vom Antrieb ein bisschen was wegnehmen. Und das dann auf die Laserwaffen waren okay. Die ballistischen Waffen haben mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Die Aufladerate war da einfach ein bisschen zu krass. Langsam. Ach du grüne Neune, schaut euch doch mal das Tempo an. Ist ja gar nichts mehr. So, was ist das jetzt hier? Nicht so schnell, nicht so schnell. Können wir das jetzt aufnehmen? Wir können das wegschießen. Das sind irgendwelche Trümmer. Schaut mal da. Können wir doch bestimmt andocken. Nicht so schnell, nicht so schnell. Steht nichts da mit andocken. Spacer as Scarab. Wenn wir hier andocken könnten, müsste es doch da stehen. Anscheinend zu klein, das Teil. Aber schaut mal, da ist noch was. Spacer. Scarab, keine Ahnung. Scrap kenne ich ja, aber Scarab kenne ich nicht. Wir können es aber transferieren. Das nehmen wir mit. Oh, Schiffsteile. Sehr gut. Genau. Das dachte ich mir doch, dass da noch irgendwo irgendwelche Trümmer liegen. Schiffsteile können wir gebrauchen. Die Geschwindigkeit ist natürlich eine Katastrophe. Hau mal den Boost rein hier. Zu schnell, zu schnell. Drei unterkühlte Magneten. Hier müsste noch irgendwo da. 2 Kilometer entfernt. Das schaffen wir. Boost noch schneller. Credits. Schön, schön.
Dem Satelliten müssen wir fliegen, der ist 6 Kilometer entfernt. Und zudem, der ist eine von den anderen Planeten ebenfalls. Dann werden wir erstmal zu dem fliegen. Oder ist es der, bei dem wir schon waren? Lassen wir uns mal überraschen. Bitte nur noch leichte Weltraumkämpfe hier in der Mission. So können wir Dauer feuern mit den ballistischen Waffen. Sehr schön. Den hat man, wie es scheint, schon repariert. Alles klar, dann zu den anderen beiden. Lichtsekunden, LS-Abkürzung, 12.300, und das ist wie weit entfernt? Da können wir 3.000 LS. Dann reist mal dahin. Bitte keinen Weltraumkampf. Und wenn, dann den leichten. Entfernung kann man irgendwie total schlecht abschätzen. 4,9. Dann lasst mal zu den 0,9 entfernten hinfliegen. Wieso sind wir hier eigentlich jetzt rausgekommen? Können wir jetzt nochmal da schnell hinreisen oder haben wir irgendwas übersehen? So hat es uns jetzt hier aus dem, ich nenne es mal, Hyperraum rausgerissen. Wenn-Satellit, zu dem müssen wir. Ist der auf der Planetenoberfläche, ist der nicht, oder? Der sieht nicht so aus. Mondoberfläche, wenn. Reparieren, ja. Mal anschauen, was wir jetzt schon repariert haben. Repariere den Banda-Kommunikation und Lemaire. Und es zeigt sich jetzt aber nicht an, dass es beides in diesem System hier.
Scheibenkleister. Können wir das auf der Karte nochmal uns anschauen, bitte? Aha. Arané 4C und nach. Was ist das? 4C, genau. Und das ist Arané 5. Ja, dann. Also von der Entfernung her sieht das doch näher aus. Dann lassen wir nach Arané 4C reisen. Kein Weltraumkampf, bitte. Kein Weltraumkampf. Und wenn, dann ein leichter. Und wenn, dann ein leichter. Scheibenkleister. Ja, nee, ist lang. Drei Level 10er. Läuft. Die Schilder auf 12 runter. Wir müssen reden. Über Haustiere. Wir leben auf einem Raumschiff. Da funktioniert das mit Haustieren nicht so gut. Gott, Leute. Studien haben bewiesen, dass Haustiere und die damit verbundene Verantwortung. Du gibst nicht auf, was? Wir werden sehen, Liebes. Durchaus sein, dass wir uns mit dem Schiff hier ein bisschen übernommen haben bei der Mission. Ja, komm schon. Hast du Zeit zum Reden? Das wäre wirklich richtig klasse. Riesenproblem ist einfach, wir kassieren viel zu viel. Wir brauchen viel zu lang. Ja. Wir könnten zur Not halt abhauen, aber wollen wir nicht. Ausweichen ist halt schwierig. Hey, ich habe ein Gedicht geschrieben. Das nennt ich versuche sich es ein bisschen. Haiku. Hab was darüber gelesen. Ein Haiku. Klingt interessant. Lass hören. Okay. 30% die Schilder runter. Noch gar keine Geschichte. Das All ist sehr kalt. Raumschiffe wie Kometen. Sie bringen uns heim. Nicht schlecht. Schreibst du es mir auf, damit ich es immer bei mir habe? Ich mache auch eine Kopie. Du verlierst ja immer alles. Wie konntest du nur das Bild vom kometenfressenden Kaninchen Mümmler verlieren? Die anderen zwei zerlegen uns halt in der Zeit. Das ist so ein Scheibenkleister. Keine Chance haben. Schaffen wir nicht, Leute. Entweder bin ich zu schlecht oder die Gegner sind zu gut. Das sind halt drei Level 10er. Komm, scannen wir nochmal den Planeten und dann versuchen wir uns hier abzusetzen und brechen die Mission ab. Das bringt ja nichts. Ja, wir wollen ja auch nicht schnell reisen, wir wollen aber wegspringen. Das können wir doch. Schon ausgewählt, ey. Jetzt. Kurs festlegen. Und springen. Bisschen schade, aber ihr habt es ja gesehen. Wir könnten jetzt noch 10 Mal versuchen, aber das ist einfach zu heftig, wie schnell unsere Schilde runtergehen. Wir haben ja auch wirklich ganz schlechte Schilde hier. Level 3 Schilde. Die laden sich auch überhaupt nicht auf. Sagst du nicht immer, hör nicht auf.
Bin mir nicht sicher, ob die dann irgendwann als gescheitert dargestellt wird, die Mission hier. Werden wir uns mal überraschen lassen. Ich werde es jetzt nicht abbrechen. Geht das überhaupt? Kann man die abbrechen? Wie gesagt, wir lassen die hier drin, aber wir werden die nicht erstmal fortführen. Vielleicht, wenn wir ein besseres Schiff haben, bessere Schilde. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben ja ordentlich Geld mittlerweile zusammengespart, dass wir uns bessere Schilde leisten. Die Frage ist, ob wir dann auch genügend Energie haben. Damit haben wir uns ja in dem Spiel überhaupt noch nicht beschäftigt. Wir hatten uns mal angeschaut, was man alles so einbauen kann. Aber dass wir jetzt uns direkt damit beschäftigt hätten, was man da alles beachten muss, haben wir noch gar nicht gemacht. Ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt jetzt, das mal zu machen. Dann lass uns mal angucken, wo wir denn hin Gerüchte? fliegen können. Wo sind wir denn hier überhaupt? Oh ja, yeah, Olympus-System. Thalassa, was ist das? Da ist ein Schiff. Auch ein Schiff. Da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen irgendwo hin, wo wir unser Schiff, wo wir die Schilde verbessern können. Das könnten wir auch Jameson zum Beispiel. Nicht direkt zur Loge, sondern ganz normal zum Weltraumhafen. Also ein Schildsystem, was wo wir doppelt so viel reinmachen könnten. Damit würde ich sogar noch mal probieren, die Mission. Ja, mit Sam Co. reden. Aber nicht jetzt. Steck mal die Waffe weg. Du solltest ein paar der Schiffe sehen, die hier landen. Die Besitzer scheinen zu glauben, Thermoparasitennester wären eine lustige Dekorationsidee. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Sollen wir was reparieren? Ja, reparier es einfach mal. Sehr gerne. Bald sieht das wieder aus wie neu. So, Schiff modifizieren. Klar, nur zu. Die gute alte Frontier, das allererste Schiff. Schildsystem. Klasse A, maximale Kraft 3. So, das ist ein bisschen wenig. Schildenergie. Schildenergie. Was habt ihr denn zur Auswahl? Zweiundsiebzigtausend. Es gibt nichts, was es verdoppelt. Und die Masse wird dann als rot dargestellt. Also schätze ich mal, geht das gar nicht, dass wir das da einbauen können oder wie? Ausrüstungskraft. Vierzehner Reaktor. Können wir es abbrechen? Schauen uns das mal
Haken hier an. Da haben wir wirklich einen guten Grafantrieb. Damit wir schnell fliegen können anscheinend. Und wie kommen wir jetzt hier rein? Hä? E oder was? Ja, E. Da gibt es den Grafantrieb. Da wurde gerade mal um 1 verbessert. Aber ebenfalls die Masse wird rot gekennzeichnet. Also wir können das gar nicht ausrüsten. Seht ihr das? Es gibt ja keinen Slot dafür. Ich habe das jetzt nicht wirklich gekauft, oder? Nein. Grafantrieb NG170. Bestätigen. Ach so, doch, hätten wir es gekauft. Modifikation abbrechen. Die Frage ist halt, was passiert denn da, wenn wir so viel Masse haben? Das ist unser Modifikator. Wir bräuchten halt einen stärkeren Reaktor, aber können wir überhaupt einen stärkeren Reaktor dran montieren? Zählt der unter Antrieb? Das sind, ach, hier kann man die einzelnen Systeme, schaut mal, die einzelnen Systeme sich anschauen. Docker, Antrieb, White Dwarf. Das ist der Reaktor, oder? Ja. Zeig doch mal, gibt es eine Alternative zum Reaktor? Bearbeiten. Aha, kann man den irgendwo anders hinsetzen. Ich frage mich aber gerade, ob wir den anderen Reaktor einbauen können. Zählt das unter Antrieb? Kann ich mir nicht vorstellen. Die Waffensysteme sind klar. Schauen wir. Der Antrieb. Der Reaktor wird ja nirgends ausgewählt. Seht ihr das? So gehe ich mal davon aus, dass wir keinen anderen Reaktor hier dran schrauben können. Die Masse wird dann halt auch zu viel. Zeig mal, was du noch so für Schiffe hast. Rampler. Viel schlechteren Antrieb. Was kostet das Teil? Seht ihr den Preis irgendwo hier? Ach, da unten. 60.000. Das hat ja eine geringere Masse als unser Schiff. Was hat ein anderes Waffensystem hier? Elektronenstrahldisruptor. Und nur Raketen. Wir haben ja 3 Waffensysteme. Ja, das Schiff ist doch schlechter als unseres. Ja, da kommen wir schon in Gefilde, wo es besser ist, aber auch vom Antrieb her ist es schlechter. Hat auch keine Laserwaffen. Etwas besseren Schild. Und schlechtere Raketen. Responder. Die geringere Sprungdistanz. Die gleichen miesen Schilde. Okay, 4. Ebenfalls miese Schilde, aber einen besseren Antrieb, besseren Gravitationssprungantrieb. Eine unfassbar große Masse, da könnte man also viel dazu bauen. Die Masse ist halt auch so ein bisschen bei uns, also sind wir ganz schön limitiert. Man müsste halt, also ich bin jetzt noch bei diesen Schildgeneratoren, die Schilde, wenn wir die Schildgeneratoren um 2 solche Stufen verbessern wollen, müssen wir halt irgendwas anderes dafür rausnehmen. Das ist auch Quatsch. Masse 30? Hä? Ach so, nur von den einzelnen Systemen.
242. Masse 527. Wir haben um die 360. 444. 648. Bevor wir unser Schiff, was wir jetzt haben, die Frontier, weiter modifizieren, glaube ich, wäre es besser, wenn wir wirklich mal. Oh, was ist das für ein geiles Teil? Wenn wir wirklich mal ein neues Schiff kaufen. Boah, 280.000 kostet das. Alter Verwalter. Will haben. Der Schildbräger. Krasses Gerät. Ja, das sieht doch richtig geil aus. Aber da können wir noch ordentlich sparen, Leute. Das dauert ja noch ewig. Ehe wir da was zusammen haben. Ehe wir das Geld zusammen hätten. Wir haben 108.000. 280 kostet das. Das würde die Schildenergie verdoppeln halt von uns. Regenerationsrate 7%. Ich frag mich gerade. Also wir. Schwer, ey. Ich tue mich da bei solchen Spielen aber auch immer extrem schwer. Gut, das ist natürlich auch eine krasse Entscheidung, ein neues Schiff zu kaufen. Aber ihr fändet doch auch, oder? Jetzt das jetzige Schiff zu modifizieren, bringt doch nichts. Weil die Masse halt viel zu gering ist. Ich weiß nicht, ob man irgendwie die Masse noch erhöhen kann. Und wahrscheinlich ist man da limitiert. Hier hat man halt auch noch genügend Masse. Ich finde die Laserstrahlkanonen von uns eigentlich ganz gut. Das Gerät ist schon genial. Aber auch nur zwei Crewmen, die mir da drauf passen. Aber schaut euch einfach mal die Systeme an. Der Preis ist halt exorbitant. Hier hätten wir nur zwei Slots mehr sozusagen, die wir verteilen könnten. Zwei mehr, vier mehr. Die Galileo wäre noch eine Alternative. Eine preiswertere Alternative. Und die ist vom Preis auch nicht so weit entfernt. Ich bin mir auch nicht sicher. Also wir könnten ja den Frontier verkaufen. Da kriegen wir auch noch ein bisschen Geld. Viel wird es nicht sein. Also entweder wir holen uns die Galileo. Wären da aber noch langsamer unterwegs. Oder wir sagen, wir sparen richtig und holen uns den Schildpräger. Kannst du dir Zeit für ein Gespräch nehmen? Jetzt haben wir die Schiffe gesehen. Lasst uns mal noch zu den anderen Planeten fliegen. Galileo oder Schildbräger wäre halt hier auf Jameson angesagt. Shine Cheyenne gab's auch noch einen Planeten. Aquila, genau. Aquila City, auf geht's. Ja, wir sollen mit Sam Co. reden. Machen wir dann auch gleich, aber. Gibt's hier gar keinen Techniker? Doch, muss da ein Techniker irgendwo rumstehen. Kann natürlich auch sein, dass hier auf dem Planeten gar keine Raumschiffe verkauft werden. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten.
Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Doch, hier. Hey, wie kann ich dir helfen? Zeig mir mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Du findest sicher was, was dir gefällt. Oh, komplett andere. Das finde ich genial, dass es überall dann andere Schiffe sind. Ähnlich, noch geringere Masse als unser Schiff. Wollen wir nicht. Die Watchdog Ranger. Die Preise. 220. Reines Kampfschiff hier. Wobei, fehlen auch zwei Systeme. Also hätten wir zwei Slots, die wir dann wahrscheinlich noch irgendwas dran montieren könnten. Die Achilles. Besseren Reaktor. Aber die Schilde sind halt auch noch meh. Die gab es auch auf dem anderen Planeten. Was ist denn das? Narzissus. Was bist denn du? Es sieht aus wie so ein Transporter, aber starke Schilde. Hülle 433. Ich weiß gar nicht, wie wir Hülle haben bei unserem Frontier-Schiff. Die ganzen verschiedenen Schildsysteme. Schau dir das mal an. SG-30. Wow. Was ist denn das? Hä? Ist ein einziger Schildgenerator. Die Stronghold. Ja, 6000, das kann nicht sein. Da ist doch irgendwas falsch. Wert 6000? Ja. Schärflussreaktor. Ach, das ist der Reaktor selbst. Den kann man dann auch ausbauen. Okay, da muss man hier drauf gehen. Dann sieht man den Reaktor. Hätte mich gewundert, wenn man keinen anderen Reaktor reinbauen kann. Wie oft will ich eigentlich noch das Wort Reaktor sagen? Ja, das ist doch mein Schiff. So ein richtig fetter Tank. Stronghold. Oh, das Spiel war auch cool. Stronghold. Da ist der Reaktor. Gute Waffen. 400 Riesen, ich weiß. Masse 2030. Reaktor Stellarator 330T. Lass mal versuchen, uns anzugucken. Ach, kannst du das hier überhaupt? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, doch, hier. Schiff modifizieren. Ja, so, wenn wir hier auf den Reaktor drauf gehen, ja. Ah, so funktioniert das. Schaut mal, dann kriegen wir mehr Slots oder senkrechte Balken, die wir verteilen können hier. Aber ich bin mir halt nicht sicher, was da die roten Punkte bedeuten. Würde das denn überhaupt funktionieren? Masse steigt halt. Kriegen wir, das ist die große Frage, kriegen wir die Masse von dem Raumschiff, von unserem Raumschiff irgendwie erhöht? Das würde ja bedeuten, wir müssen irgendwo was dran bauen.
Geht das? Der Antrieb hat halt die meiste Masse, 196, der nimmt einfach den meisten Platz weg. Schiffsbilder. Fahrwerk, Steuerwerk, Backbord. Bearbeiten. Ach so, ja. Kann man das irgendwo anders hinsetzen? Cockpit. Ich habe noch nichts gesehen, wo man halt die Masse von dem Schiff verändern könnte. Vom jetzigen Standpunkt aus würde ich sagen, man kann die Masse von dem Schiff nicht verändern. Das ist man halt limitiert. Man könnte es aber wahrscheinlich trotzdem dran bauen, dass man dann halt mehr Masse hat. Das wird dann halt unten rot angezeigt. Bin mir nicht sicher, ob es dann irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Gucken wir uns mal an, ob es einen schlankeren Antrieb gibt. Nee. Es gibt einfach nur diesen, für unser Schiff, hier auf dem Planeten, diesen Antrieb. White Dwarf 2010. Oder 2010. Ja, wir wollen ja nichts bestätigen. Das ist doch der gleiche Antrieb. Ach, nee, ist gar nicht der gleiche. Schaut mal, wir haben den Antrieb White Dwarf 2000 und dort gibt es den Antrieb White Dwarf 2010. Der würde weniger Masse kosten. ...359 Masse haben wir. Ja, ein Ersparnis von 2 Masse. Das ist doch mit den Schildgeneratoren die... Naja. Unser Schildgenerator hat... Gut, aber Leute, das ist wirklich marginal. Die Regenerationsrate hier ist sogar noch besser als von den anderen 10. Aber die Schildenergie ist... Gerade mal 70 mehr. Was haben wir denn jetzt? 310. Der erste wäre 40 mehr. Nee, das ist marginal, Leute. Dann sparen wir lieber auf ein größeres Schiff. Würde ich sagen. Oder wir holen uns die Galileo. Die gefiel mir von den Schiffen, die in unserem Preissegment gerade liegen, noch mit am besten. Also zurück nach Jameson. Und dann lass uns die Galileo nochmal unter die Lupe nehmen. Gehört auch mal so dazu. Bei so einer Weltraumsimulation, wenn man irgendwo an seine Grenzen kommt, dass man dann sich auch mal mit dem Schiff auseinandersetzen muss. Ich würde gern mit dir reden. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant für euch, wenn ein Grafantrieb summt, gehört einfach mit dazu. Kann ich dir... Sollen wir was reparieren? Du findest sicher was, was dir gefällt. Ja, die Galileo ist nicht so verkehrt. Zumal wir
richtig krass Masse hätten. Aber die Masse ist jetzt hier wahrscheinlich auch halt aufs Maximum schon ausgelegt. Ich finde es schade, dass wir jetzt nicht reinschauen können, auf was man die Schilde denn noch verbessern könnte. Und wir könnten auch viel mehr Crewmitglieder mitnehmen. Der Reaktor wäre besser, die Sprungdistanz wäre besser. Schilde wären um 25% besser. Wir haben 310 Schilde. Das Einzige, was schlechter wäre, wären die Raketen. Aber wir hätten auch keine Laserwaffen mehr. Oder könnte man doch auch andere Waffen dran bauen, oder? Das sollte nicht das Problem sein. Auto-Elektronenstahl-Disruptor. Eine hohe Distanz. Ah, das ist so eine Waffe, wo Hüllenschaden und Schildschaden identisch sind. Also wir könnten uns das Teil tatsächlich jetzt leisten, oder? Weil wir würden ja unser Schiff verkaufen. Was kriegen wir denn für unser Schiff? Nicht dein Ernst? Nee. 7000 Credits kriegen wir für die gute alte Freundschaft? Willst du uns veräppeln? Ach, wir können das Heimatschiff gar nicht verkaufen. Brauchen wir erstmal noch ein zweites. Auch gut zu wissen. Also sparen wir uns erstmal. Meistens ist das so, dass man dann noch ein paar Systeme austauschen will. Also 130.000 zusammensparen reicht in meinen Augen jetzt gar nicht aus. Wir bräuchten halt wenigstens 150.000. Wir peilen mal 150.000 an, ich schreibe mir das auch auf. 150.000 Credits ansparen und dann beschäftigen wir uns nochmal mit der Galileo. Galileo kaufen? Fragezeichen, so. Da haben wir aber jetzt in der nächsten Zeit erstmal noch genügend zu tun, das erstmal zusammenzubekommen. Wo bist denn du, Sam? Du wolltest doch mit uns reden. Das machen wir mal noch. Sorry, dass ich ein bisschen durch den Wind bin. Ich habe kaum geschlafen. Naja, ich wollte mit Lillian reden und bin nicht cool geblieben. Wurde etwas hitzig. Ich habe Cora aufgeweckt. Auf einem kleinen Schiff hört jeder immer alles. Die Aussage hält mich heute Nacht wach. Wirklich alles, alles? Nur zur Info, es gibt die lange, stolze Tradition, unter der Dusche zu singen. Lillian, sie ist echt eine unglaubliche Frau. Aber bei ihr geht es immer, wirklich immer nur um den Job. Wenn sie blutet, tropfen Freestar-Farben raus. Als ich noch Ranger war, waren wir ein echt gutes Team. Du warst sicher ein guter Gesetzeshüter. Den Job habe ich hinbekommen. Das war nicht das Problem. Reisen, erkunden, verrückte Dinge sehen. Das ist meine Berufung. Aber irgendwann war ich einfach durch. Kein besonderer Grund. Hatte sich einfach aufgestaut. Ich wollte Lillian überzeugen, auch aufzuhören, mitzukommen. Sie hat mich abblitzen lassen. Übel. War nicht gut für meinen Stolz. Aber sie hatte wohl recht. Wenn du so unglücklich warst, war es die richtige Entscheidung. Wir waren nicht gut füreinander. Und darunter hat auch Cora gelitten. Witzigerweise hat unser letzter Streit angefangen, weil Lillian findet, ich bringe Cora zu sehr in Gefahr, indem ich mit dir fliege. Ich habe ihr gesagt, was du mir gesagt hast, dass Cora richtig aufblüht. Durch Sarah. Dich. Scheiße, auch Walter.
Cora hat einfach eine Zukunft, von der ich nicht mal träume. Aber Lillian ist kein Fan von dir. Da bin ich wütend geworden. Ist das doch egal, wie der mit der Lillian zusammengekommen ist. Tut mir leid, dass ich einen Streit ausgelöst habe. Nein, alles gut. Irgendwas ist immer. Ja, das stimmt. Cora wurde schon ein-, zweimal von Lillian sitzen gelassen. Immer aus guten Gründen. Letztes Mal hat Lillian eine Medaille dafür gekriegt. Aber irgendwann sind Lillians Ausreden nur noch egal. Cora hat eine Woche lang nur geweint. Das will ich ihr nicht nochmal antun. Scheint die Mutter zu sein, die Lillian von der Cora. Das sagt das Lillian. Gib ihr eine Chance, aber mach ihr klar, dass sie auch liefern muss. Genau. Wenn ich das mache, solltet ihr euch vorher alle industriellen Gehörschutz besorgen. Vorerst landet Lillian jedenfalls auf der Mailbox, damit alle ruhig schlafen können. Hast du vielleicht Zeit zum Plaudern? Wir haben gerade geplaudert. Du musst ja jetzt nicht nochmal mit uns plaudern. Ich schau nur nach, ob der wirklich nochmal mit uns plaudern will. Nee, nee, das ist jetzt fertig. Ja, lass uns mal wieder was plündern in der nächsten Folge. Ich hab Bock, irgendwas auf irgendwas zu schießen. Verkaufen mal noch die restlichen Sachen hier. Ein bisschen was haben wir ja dann doch geplündert bekommen. Nicht viel, aber ein bisschen was wenigstens. Digi-Dietriche, ja, haben wir noch 6 Stück da, das ist okay. Wo ist denn das Zeug? Könnte natürlich sein, dass es im Schiff selbst noch gelagert ist. Wahrscheinlich, oder? Ja. Halt. Da aus dem Schiffsinventar verkaufen. Comstations. Ein Schiffsteil. Die sind auch schweineteuer, die Schiffsteile. Das ganze Zeug ist ja ein Witz wert. Da brauchen wir auch nichts verkaufen. Gut, Leute. Das war's für diese Folge. Nächste Folge suchen wir uns irgendeinen Außenposten, den wir plündern können. Und dann gibt es mal wieder ein bisschen Action auf dem Boden. Ich werde mir den so suchen, auch unsere Außenposten oder unseren Außenposten mit den ganzen Frachtlinks nochmal besuchen. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was los. Wir bauen ja adaptive Rahmen. Ja, das ist schon eine Menge, die wir da verkaufen können. Hoffentlich mal. Bin ich gespannt, was wir da schon oder was da unser Außenposten schon produziert hat. Kleinvieh macht halt auch Mist, hat meine Oma immer gesagt. So, genügend gequatscht für diese Folge. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Starfield. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Denkt dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare, wäre nett, muss nicht sein, aber ganz wichtig, lasst ein Abo da. Motivation ohne Ende, könnt ihr mir glauben. Wir sehen uns morgen wieder. Ihr seid mit dabei, passt. Bis morgen, ciao, ciao, euer Sahadum.